Moinsen! In der heutigen Frage werden wir klären, warum hat Maxim hier so ein ganz komisches Audio-Setting und warum spielt zurzeit jeder Sylvana auf der Top-Lane und zwar mit Teleport und Smite. Wir haben schon sehr kreative Picks gesehen, wo zum Beispiel Hecarim mit Teleport und Ignite gespielt wird, ne, für das bessere Duellverhalten. Aber warum packt eine Sylvana, die nicht in den Jungle geht, ein Zerschmettern ein? Diese Frage habe ich sehr, sehr häufig bekommen und es wurde auch in der kompetitiven Szene sein oder mal probiert. Ne? Die LPL hat es vorgemacht und wir haben es natürlich auch bei der LCS, auch bei den Playoffs beobachten dürfen. Und auch das Solo-Queue ist verseucht von Sylvana-Spielern, die Teleport und Smite am Start haben. Die Frage ist nun, warum? Ist das so effizient? Ist das jetzt das neue Meta und was hat das für Vorteile? Um diese Frage zu beantworten, werden wir das Ganze nun nacheinander aufdröseln, was es denn damit auf sich hat. Und hierbei wusste ich nicht genau, fangen wir erstmal mit Sylvana an, da sie ja wirklich seit 100 Jahren nicht mehr zu sehen ist, gerade im kompetitiven Bereich nicht. Oder beginnen wir beim Zerschmettern und bei der Teleport-Auswahl? Und ich denke, wir setzen den Stott am Meta selbst an. Denn aktuell werden ja sehr, sehr gerne Tanky-Charaktere gespielt und der Jungle, der trotzt nur vor Tanks und Full-Tanks, unter anderem die natürlich mit dem Glut-Koloss, mit dem Cinder-Hulk wirklich gut klarkommen. Eigentlich überhaupt erst wieder in der Szene zu sehen sind. Und Sylvana selbst neigt natürlich auch dazu, sehr, sehr tanky zu sein und der Cinder-Hulk gibt einem ja sehr, sehr viel Leben und Sylvanas Passive ermöglicht ihr Rüstung und Magieresistenz for free zu bekommen. Und gerade dann, wenn sie die Drachenform annimmt, werden sogar die Werte verdoppelt, was auf höchster Stufe dazu führt, dass sie 40 MR und 40 Rüstung bekommt. Das ist super viel. Und insgesamt ist dieser Rüstungs- und Magieresistenzwert nur dann sinnvoll, wenn man viel Leben hat. Man braucht immer die Kombination aus beidem und das bedeutet, du holst dir den Glutkoloss, danach holst du dir nur noch tanky Items, die natürlich viel Leben haben und die Grundresistenzwerte holst du über die Passive. Super gute Synergie. Außerdem hat man ja, wenn man das Zerschmettern mitnimmt, nicht nur die Option auf den Glutkoloss, sondern auch die Möglichkeit, sich ein spezielles Zerschmettern zu wählen. Das Blasting Smite ist dabei das Seltsamste, denn damit stellt man ja Leben wieder her, wenn man sich gegen den Jungle prügelt und diesen zerschmettert. Das Counter Jungle Smite baut eh keine Potsau und jetzt ist halt die Frage, nehmen wir das Chilling oder das Challenging Smite? Das Chilling Smite wirkt erstmal nicht schlecht, ne? Ihr habt als Sylvana das Problem, dass ihr nicht viel CC habt. Ihr könnt die Gegner ja anspringen mit der Ultimate und das meistens als Gap Closer nutzen, danach war's das. Na, danach habt ihr wirklich gar nichts, um euer Ziel an irgendeinen Ort zu binden. Ihr seid schnell durch das Ausbrennen, aber ihr seid nicht CC bewaffnet. Durch das Chilling Smite habt ihr allerdings die Möglichkeit, den Gegner zu verlangsamen und euch selbst natürlich nochmal zu beschleunigen. In der kompetitiven Szene jedoch wird das gar nicht so häufig ausgepackt, denn da ist das Challenging Smite das Beste. Und diese Erweiterung ist auf Sylvana brachial. Denn Tankiness ist ja meistens damit verbunden, dass man eher Schaden über Zeit macht und jetzt keine massiven Schadensgegenstände holt. Zum Itembild kommen wir aber auch noch. Das Challenging Smite hingegen gibt einem die Möglichkeit, mit absoluten Schaden zu glänzen, abhängig von eurem Leben und natürlich, es hat einen gewissen Grundwert. Das heißt, ihr sprengt euren Gegner an, haut das Challenging Smite drauf und macht richtig viel Schaden an den Kollegen. Denn es ist ja ein On-Hit-Effekt, der einen leichten Refresh erfährt. Na, über 3 Sekunden wird der absolute Schaden verteilt und das ist für Sylvana total okay. Denn sie kann auch mit Auto-Attacks glänzen, aber insgesamt quasi 6 Sekunden lang zu brennen gegen diesen Drachen, das ist furchtbar. Technisch gesehen sind sogar 9 Sekunden Brand und das ist sehr, sehr viel und sehr schmerzhaft. Sylvana braucht nur das. So, dieses Mal als generelle Synergie, dass man sich mit einer Sylvana auf der Toplane 1 zerschmettern leisten kann. Weitere Vorteile sind natürlich die bessere Jungle-Kontrolle. So kannst du sie also auch auf der Lane Counter-Jungle schicken, um die gegnerischen natürlich noch zu stressen. Oder ihr seid sogar bei größeren Objekten einfach im Vorteil. Ja, zweimal Smite ist einfach besser als einmal. Alles klar, soviel schon mal dazu. Nun schauen wir uns Sylvana so ein bisschen näher an und gehen dabei auf Masteries, Runen und das Itembild ein, wie man denn so eine Toplane-Sylvana überhaupt spielt oder woher der Erfolg kommt. Denn wie bereits erwähnt, sie ist von Natur aus sehr, sehr tanky und hat einen epischen Grundschaden. Der ist unnormal. Das bedeutet, ihr seid tanky durch die Passive, Twin Bite ermöglicht euch vergleichsweise viel Schaden rauszudrücken und auch das Ausbrennen hat einen unnatürlich hohen Grundschaden. Und ich bin ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, dass das Ding auf AD skaliert, auf Bonus AD. Heißt natürlich, dass ihr euch Schadensgegenstände holen könnt und ein bisschen was in die Runen packt, aber das ist schmerzhaft, das ist sogar relativ viel, wenn ihr am Ziel bleiben könnt. Naja, und mit dem Flame Breath, also mit dem E, seid ihr in der Lage, sogar prozentualen Schaden anzurichten, was dem Tankmeter wieder gleicht. Also es countert es auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite machen es nun mal viele Tanks. Ja, Maokai, Gragas, alles prozentualer Schaden, der dem Gegner entgegengeworfen wird, was halt durchgehend skaliert und itemunabhängig ist.
Und bei dem Flame Breath tut jeder Auto-Attack weh. Ne? 2,5% des maximalen Lebens, wenn ihr markiert seid, pro Auto-Attack. Ne? Ist ja ein Twin-Biting. Das ist super viel. Es schreddert Tanks und macht trotzdem auch an weichen Zielen viel Schaden. Gut, und die Drachenform, die ultimative Form von Shyvana, ermöglicht es ja nicht nur einen guten Gap-Closer zur Verfügung zu haben, sondern natürlich auch alle anderen Fähigkeiten zu verstärken. Gerade Tanks brauchen im aktuellen Meta eine Öffnung, die sehr, sehr hart und brutal ist. Die Frage ist halt nur, was passiert, wenn sie den Flugstatus erreicht? Na, was passiert dann? Denn Shyvana nach wie vor ist CC-los. Na, sie ist sehr, sehr schnell, aber am Ziel zu bleiben fällt ihr trotzdem schwer. Das Ganze wird nun durch das Itembild ausgeglichen, worüber jetzt wir reden wollen. Denn das Itembild selbst ist dabei abhängig von eurem Team und von eurem eigenen Spielstil. In der kompetitiven Szene wird Shyvana als brutaler Fulltank gebaut. Das bedeutet, ihr fangt mit dem Rubinkristall an, das machen so ziemlich alle, und nähert euch natürlich so schnell wie es geht dem Glutkoloss. Mit der Machete zu beginnen macht halt überhaupt keinen Sinn, weil es für die Lane euch nichts bringt. Solltet ihr das getan haben, kommt es so ein kleines bisschen auf das Spiel drauf an und wie ihr vorgehen möchtet. Wie bereits erwähnt, macht es die kompetitive Szene vor, indem er danach absolut tanky baut. Also das Omen, Dornpanzer, Varmogs, Banshees, alles was euch hilft, so lange wie es geht, zu überleben. Im Solo-Queue, also auch in dem Challenger-Bereich, ist man aber auch in der Lage, etwas aggressiver vorzugehen und zum Beispiel das Blade of the Ruined King dazwischen zu bauen. Dieser Gegenstand steht Shyvana sehr, sehr gut. Ne? Einerseits der Twin Bite, ihr könnt den passiven Effekt der Klinge zweimal procken, das ist klar. Ihr könnt den Gegner nochmal verlangsamen und euch selbst beschleunigen, um besser dran zu bleiben. Competitive sieht man das relativ selten, weil es einfach so teuer ist, aber für Solo-Queue definitiv geeignet. Ich würde aber empfehlen, das vielleicht als zweites, drittes, viertes Item zu holen. Werdet erstmal kräftig, denn wenn ihr den Glutkoloss erst einmal habt, dann würde ich euch natürlich empfehlen, davon zu profitieren und ihr profitiert von Lebensitems. So wie schon mal zum Itembild. Also ihr könnt mal meinetwegen variieren, ich würde euch aber natürlich über die Tanky-Variante empfehlen. Bezogen auf die Runen und Meisterschaften habt ihr wieder epische Freiheiten. Ich habe da sehr, sehr verschiedene Runen und Masteries gesehen. Bezogen auf die Runen gibt es sogar einige Spieler, die Hybrid-Durchdringung spielen. Das bedeutet Magic Pen und natürlich auch normale Durchdringung, womit ihr in der Lage seid, euren magischen Schaden so ein bisschen stärker zu boosten, aber eure Auto-Attacks zu verstärken. Angriffsgeschwindigkeit spielt dabei immer wieder eine große Rolle, weil ihr natürlich von den Twin Bite massiv davon profitiert. Aber auch Leben solltet ihr nicht vernachlässigen. Denn man muss bedenken, der Glutkoloss profitiert von Bonusleben. Und dabei werden eure Runen und eure Masteries mitverrechnet. Das heißt, es gibt Spieler, die packen zum Beispiel Leben pro Level oder ähnliches rein, damit euer Charakter noch kräftiger wird. Ne? Das unterstützt auch eure Passive. Die Runen selbst ist auch wieder so eine Spielstilfrage. Es gibt einige, die 21-9 spielen, es gibt einige, die eher 21 in den defensiven Baum packen. Das ist total unterschiedlich und ein Spielstil überlassen. Je nachdem, ob ihr mehr am Solo-Queue oder im Team-Ranked orientiert seid. Im Teamrank braucht man den Tank, da muss Shyvana sehr kräftig sein. Im Solo-Queue kann es sein, dass ihr selber carryen müsst und da ist Schaden sehr wichtig. Es ist eine etwas doofe Philosophie, aber es ist halt so. Ich persönlich finde es wie gesagt eine sehr interessante Idee und würde das Ganze nun mit den Stärken und Schwächen abschließen. Die Stärken sind eindeutig, dass man von Shyvanas Grundkit profitiert. Na, man erfüllt das Tankmeter, man hat einen sehr, sehr kräftigen Charakter, der super viel aushält und auch viel austeilt aufgrund des Challenging Smites. Man hat eine gesunde Balance zwischen Schaden und Tankiness. Fast schon ungesund. Der Teleport verhilft natürlich einem, die Mobilität auf der Karte zu bewahren, das ist offensichtlich. Ist gar nicht mehr wegzudenken aktuell vom Meta. Weiterhin glänzt natürlich Shyvana von ihrer hohen Grundmobilität. Das Itembild verstärkt das Ganze noch, wenn ihr euch das Blade of the Ruined King noch gönnt. Naja, und sonst hat Shyvana erstmal für den Kampf alles dabei. Prozentualer Schaden hilft gegen das Meta, so sind alles Tanks und natürlich auch um weiche Ziele komplett zu zerschreddern. Die Schwächen allerdings sind auch sehr offensichtlich und das ist die Laning Phase. Als Unicorns of Love und SK gegeneinander angetreten sind, musste man feststellen, dass man mit einer Shyvana ohne Ultimate und offensichtlich ohne Flash sehr oft gegankt wird. Und das ist ihre Problematik. Wenn das Ausbrennen schon mal weg ist, ist man super, super langsam und wenn man keine Ultimate zur Verfügung hat, fällt es schwer von Ganks zu entkommen, denn ihr habt keinen Flash. Auch das Challenging Smite hilft euch nicht beim Wegrennen. Es reduziert aber den Schaden, daran sollte man denken. Ihr müsst also für eine sehr, sehr saubere Laning Phase sorgen und mit eurer fehlenden Mobilität klarkommen. Das ist nicht einfach. Klar, sie ist schnell und die Ultimate ist super, aber danach seid ihr verwundbar. Darauf
muss man zwingend aufpassen. Und natürlich ist ihre allgemeine CC-Armut ein Problem. Wir haben darüber geredet, dass das Blade of the Ruined King mit rein kann, es hat aber auch einen gewissen Cooldown. Ihr werdet also darauf angewiesen sein, euren Zielen hinterher zu jagen, hinterher zu laufen. Das ist nicht einfach. Ihr braucht noch jemanden im Team, der für besonders viel CC sorgt. Vielleicht einen Nautilus im Jungle oder so. Ah, Double Tank ist ohnehin gerade voll modern. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und hier mein episches Mikro. Ich habe jetzt einfach so einen Beat selbst, das ist fantastisch. Ich wünsche euch einen sehr, sehr entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Rennen.